Hallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich heute zu unserem Webinar Professional Smart Home Eltaco meets V-Butler mit dem Thema Baureihe 62. Ja, was erwartet uns heute? Wir werden die Baureihe 62 einmal vorstellen. Wir werden die Integration in den V-Butler vorstellen. Bevor wir das Ganze live zeigen, wollen wir Ihnen ein paar Folien zeigen. Ganz kurz zu mir: Mein Name ist Stefan Krause. Ich bin Systemintegrator bei Eltaco und werde heute den technischen Part durchführen, sprich das Einlernen in die App, das Einlernen der Taster in die Geräte und so weiter. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese gerne über Fragen und Antworten und wir werden diese dann gerne am Ende des Webinars beantworten. Das Webinar wird aufgezeichnet und später bei YouTube veröffentlicht. Daher haben Sie natürlich im Nachgang auch die Möglichkeit, sich das Webinar noch einmal anzuschauen. Ja, unterstützt werde ich heute von der Firma V-Butler durch den Kollegen Christian Buning. Christian, dann würde ich auch gleich an dich übergeben. Ja, danke Stefan. Genau, ich stelle mich auch noch mal ganz kurz vor. Genau, ich bin Christian Buning, bin technischer Produktmanager bei der Firma V-Butler, darf heute dankenswerterweise hier auch einen Teil dazu beitragen. Genau, ich heiße Sie natürlich auch noch mal alle recht herzlich willkommen und freue mich auf die nächsten Minuten. Genau. Dann würde ich auch eigentlich gleich mit dem ersten Teil starten, indem ich kurz einmal ja, vorstelle, was den V-Butler im Endeffekt ausmacht. Naja, wir nennen es so schön die V-Butler-Produktformel, also woraus setzt sich im Endeffekt das V-Butler-Konzept mehr oder weniger zusammen? Das ist einmal die Smart Home Zentrale, also wirklich ein ja, mehr oder weniger Minicomputer, der auch zu Hause steht, der irgendwo zentral platziert wird. Das ist dann die Regel- und Meldezentrale, die die Logik beinhaltet. Dann haben wir noch die V-Butler App, mit der man das ganze System konfigurieren und steuern kann. Und auch ein wesentlicher Beitrag ist unsere V-Butler Alliance, zu der ja auch Eltaco gehört, wodurch wir eine große Produktvielfalt ja, haben und viele Funktionen dadurch integrieren können. Genau. Ein bisschen detaillierter zum V-Butler an sich selber. Der V-Butler ist eigentlich relativ flexibel einbaubar und einsetzbar. Das ist zum einen der eigene Betrieb, also den V-Butler kann man autark komplett losgelöst vom eigenen Hausnetzwerk betreiben, dann hat er einen eigenen WLAN Access Point. Den kann man aber auch mit LAN anschließen und erreichen mit dem Handy oder auch als ja, WLAN, sogenannten WLAN-Client mit in das Hausnetz einbinden. So ist man bei der Positionierung völlig frei. Außerdem ist er auch noch relativ frei, was die Protokolle angeht. Wir versprechen oder der V-Butler spricht verschiedene Funkprotokolle, Zigbee, Z-Wave und N-Ocean. Heute schauen wir ein bisschen detaillierter auf N-Ocean. Und darüber hinaus können wir auch noch mit ja, eigentlich nahezu allen TCP-IP-Netzwerkprotokollen einmal über Kabel und natürlich auch über WLAN sprechen. Genau, das beschreibt dann einmal auch die Vielfalt, die wir an Geräten mit einbinden können. Außerdem ist der V-Butler ja, sehr cybersicher, also gegen Angriffe von außen geschützt. Wir unterstützen eine Verschlüsselung nach Online-Banking-Standard und man kann eine standardmäßige Cyberversicherung auch für den V-Butler abschließen, wenn man zertifizierter Handwerkspartner bei uns ist. Ja. Mit der V-Butler App. Wir haben tatsächlich auch nur eine App. Also es gibt eine App zum Konfigurieren und zum Bedienen. Mit der App kann man dann zum Beispiel relativ einfach Wenn-Dann- oder Zeitregeln erstellen, sodass ja, zum Beispiel die Rollläden automatisch nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fahren
oder die Heizung einfach jeden Tag nach meinem Belieben hoch und runter fährt. Genau, das ist eigentlich schön, dadurch, dass man dann nicht mehr oder weniger Arbeit für sich selber hat. Und des Weiteren, wenn man mal kurz einfach mal ein Licht an- und ausschalten möchte oder doch die Heizung hochsetzen möchte, kann man das natürlich auch ganz einfach über die WeButler-App hoch- und runtersetzen. Genau. Ja, und ein wesentliches Merkmal ist natürlich auch neben den ganzen Funktionen, die die App und auch der WeButler an sich selber bieten, ist unser großes Alliance-Netzwerk. Wir sehen hier viele, viele Hersteller und auch qualitativ gute Hersteller, die ihre Produkte bei uns mit eingebunden haben, die man auch ansteuern kann. Da sehen wir natürlich El Taco, unser Partner heute hier in diesem Webinar. Dann gibt es auch noch verschiedene Heizungshersteller wie Wolf und Fissmann, Lüftungshersteller wie Maiko, dann auch noch so Stellantriebshersteller für die Heizkörper wie Danfoss oder auch Oventrop. Also da gibt es eine Menge an Auswahl, was man in den WeButler einbinden kann, um nur einige zu nennen. Genau, das wäre es auch schon fast wieder von meiner Seite. Genau, Fragen können Sie gerne natürlich über Fragen und Antworten stellen und die beantworte ich nachher auch gerne. Ja, vielen Dank für diese Einführung in die Welt des WeButlers. Die Welt ist natürlich sehr, sehr facettenreich und zum Thema Grundinstallation und so weiter gibt es natürlich auch schon einige Webinare. Wir werden in der Zukunft auch noch weitere Webinare haben zum Thema Rollladenmotoren, auch andere Funkstandards, Funkreichweiten etc. pp. Und in diesen Webinaren sind dann eben auch die grundlegenden Dinge zum Teil mit eingeflossen. Wie nehme ich denn den WeButler erstmal grundlegend in Betrieb? Ein wichtiger Bestandteil davon von unserer Seite her ist eben die Baureihe 62. Die Baureihe 62 ist bei uns eine Baureihe für die dezentrale Installation. Das heißt, die Geräte passen in die Unterputzdose. Und wie wir sehen, wer auch schon mal ein bisschen mehr mit unseren Geräten gearbeitet hat, sieht, dass wir bei diesem Gerät jetzt zum Beispiel keine Drehregler mehr haben. Bei der Baureihe 61 oder auch bei vielen, vielen konventionellen Geräten, die wir eben haben, ist es so, dass Sie über Drehregler die Funktionen einstellen können oder auch wenn Sie Sensoren einlernen, die verschiedenen Funktionen über die Drehregler bestimmen. Und hier wird das Ganze über sogenannte Tippsequenzen erledigt. Das werde ich auch gleich nochmal in der Live-Demo zeigen. Maximal können 32 Funktaster in einen solchen Schaltaktor eingelernt werden und zusätzlich natürlich auch Fensterkontakte, wenn es Sinn macht, zum Beispiel beim Rollladenaktoren für einen Aussperrschutz. Sie haben immer die Möglichkeit, einen örtlichen Steuereingang zu nutzen. Das heißt, wenn Sie, ich sage mal ganz salopp, aus einer Ausschaltung eine Tastschaltung machen mit mehreren Taststellen, können Sie an dem Ort, wo Sie Ihren Ausschalter hatten, natürlich auch wieder einen konventionellen Taster in dem Fall an das Gerät anschließen und zusätzlich dann eben die weiteren Funksensoren einlernen. Von den Maßen her 49 x 51 mm und 20 mm tief. Also der passt auch ohne Probleme in eine tiefe Schalterdose rein und da bekommt man dann vorne auch nochmal einen Taster vorne vor. Zu den Klemmen, auch hier das erste Gerät, was wir mit Steckklemmen haben. Sonst haben wir immer Schraubklemmen an unseren Geräten. Und diese Schraubklemmen sind eben zulässig von 0,2 bis 2,5 Quadrat. Zu den einzelnen Geräten. Wir haben zum Beispiel unseren Lichtaktor. Ein Lichtaktor gibt es in zwei Varianten. Einmal den FL62NP-230 Volt. NP steht in diesem Fall für nicht potenzialfrei. Das bedeutet, dass die Spannung, die Sie als Betriebsspannung anlegen, auch am Schaltausgang wieder rauskommt. Beim FL62-230 Volt haben wir einen potenzialfreien Kontakt. Das heißt, auch hier könnte man eine andere Spannung schalten als die, womit man das Gerät betreibt. Beide Aktoren haben eine maximale Leistung bei 230 Volt Glühlampen und Halogenlampen von 1000 Watt, bei Energiesparlampen ESL und 230 Volt LEDs bis zu 200 Watt. Hier kommt es natürlich gerade bei den LEDs darauf an, wie die Einschaltströme entsprechend sind. Beim kapazitiven Verbrauch kann man natürlich sehr, sehr hohe Einschaltströme haben und das mögen die Kontakte nicht so gerne. Aber auch hier hätten wir, wenn die Einschaltströme zu groß sein sollten, ein Strombegrenzungsrelais, welches man nochmal nachschalten könnte, um die Einschaltströme
entsprechend zu deckeln. Nichtsdestotrotz schalten wir bei allen Aktoren auch im Nulldurchgang. Das schont natürlich die Kontakte. Kommen wir zum zweiten Baustein in unserer 62er Baureihe. Das sind die DIMM-Aktoren, die wir hier haben. Auch hier haben wir wieder zwei verschiedene Typen. Einmal den FD62NP minus 230 Volt, ein Aktor ohne Neutralleiteranschluss. Und hier können Sie 230 Volt Glüh- und Halogenlampen bis 200 Watt dimmen. Wenn Sie LEDs haben, brauchen Sie den 62NPN mit Neutralleiteranschluss und dann können Sie auch dimmbare 230 Volt LEDs dimmen. Den Aktor kann man auch umschalten, das heißt, wenn Sie im Standardphasenabschnitt nicht weiterkommen, können Sie auch in den Phasenanschnitt umschalten. Das läuft dann wiederum über sogenannte Tippfolgen und können dann diesen Aktor eben auch als Phasenanschnittsdimmer nutzen. Daher auch der Name Universal-Dimmaktor. Auch hier klemmtechnisch und so weiter ist alles das Gleiche. Und auch das Schöne ist, die Einbautiefe, obwohl es ein Dimmaktor ist, ist nicht größer. Dann haben wir unseren Jalousie- und Rollladenaktor, der FH62NP minus 230 Volt. Auch hier wieder ein nicht potenzialfreier Aktor mit Neutralleiter. Die Kontakte können maximal 4 Ampere bei 250 Volt AC schalten. Das Gerät gibt es dann eben auch in einer Niedervolt-Variante für 12 bis 36 Volt DC. Und hier können wir dann maximal 4 Ampere bei 36 Volt schalten. Auch hier, wie die anderen Aktoren natürlich auch, wieder eine örtliche Bedienung ist möglich. Das heißt, wir haben hier unten unsere Eingänge für den örtlichen Taster. In diesem Fall können Sie hier einen Richtungstaster anklemmen. Also einen ganz normalen Serientaster zum Beispiel, um auf einer Wippe hochzufahren und auf der anderen Wippe runterzufahren. Zusätzlich ist natürlich Zentralsteuerung möglich. Ja, und ein Punkt beim Aktor für Beschattung ist natürlich auch das Thema Aussperrschutz. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel über eine Schaltuhr oder über einen Zentraltaster das Beschattungselement runterfahren wollen, und das Fenster, die Terrassentür ist noch offen, würde dann in dem Fall oben bleiben, wenn Sie diesen Kontakt mit eingelernt haben, damit niemand ausgesperrt wird. Das ist natürlich wichtig, wenn Sie zum Beispiel eine Schaltuhr mit eingelernt haben. Ja, das soll es zu den Aktoren erstmal gewesen sein. Ich möchte jetzt gerne in die Live-Demo springen. Dazu gebe ich Ihnen mal eben die App frei. So, jetzt sind wir direkt schon live in der WeButler-App. Sie sehen hier, wir haben hier schon verschiedene Geräte, Räume und so weiter angelegt. Aber bevor wir mit der Programmierung des WeButlers beginnen, möchte ich ganz gerne erst einmal die Standardschaltungen herstellen. Das heißt, wir haben Taster und wir möchten diese Aktoren entsprechend schalten. Dafür gebe ich Ihnen parallel mal eben meine Kamera mit frei. Sie sollten jetzt unten links auch das Kamerabild sehen. So, wir haben hier unsere Aktoren. Ich habe hier zwei Demo-Aufsteller. In der Mitte den WeButler. Hier haben wir nochmal einen Aktor. Können Sie sich einmal anschauen. Na, Sie sehen, der ist wirklich nur 20 mm tief. In diesem Fall haben wir jetzt hier zum Beispiel einen Relais-Aktor. Und jetzt wollen wir anfangen zu parametrieren. Auf der linken Seite haben wir einen DIMM-Aktor. Hier drüben auf der rechten Seite haben wir einen Schaltaktor. Fangen wir mit dem Schaltaktor an. Um einen Taster entsprechend einzulernen, muss ich als allererstes mal die Versorgungsspannung einschalten. Und wir sehen jetzt, dass der Aktor einmal kurz einschaltet und wieder ausschaltet. Das bedeutet, der Aktor ist lernbereit. Das ist Auslieferzustand. Das heißt, sobald Sie die Spannung einschalten am Gerät, ist der Aktor lernbereit. Wir nehmen uns den Funktaster. Und durch viermaliges kurzes Tippen würde ich jetzt entsprechend den Taster als Richtungstaster einlernen. Der Aktor signalisiert uns das durch einmal ein- und ausschalten. Und jetzt kann ich direkt am Taster das Licht schon einschalten und wieder ausschalten. Somit habe ich meine erste Funktion sogar schon fertig. Ich kann das Licht örtlich schalten. Gehen wir zum DIMM-Aktor. Auch hier ist es so, sobald ich die Spannung einschalte,
wird entsprechend einmal signalisiert durch kurzes Aufleuchten und wieder Ausgehen der Last. Ich nehme meinen Taster. Eben haben wir gesehen, ich habe einen Richtungstaster eingelernt. Auf der einen Seite einschalten, auf der anderen Seite ausschalten. Und in meinen Dimmaktor möchte ich jetzt einen Universaltaster einlernen. Universaltaster bedeutet, auf einer Taste einschalten und auch ausschalten. Und wenn wir dimmen wollen, machen wir das Ganze über einen Longpress. Das heißt, wir halten die Taste lange gedrückt, können dann hochdimmen und entsprechend wieder runterdimmen. Für den Universaltaster dreimal kurz. So, wir bekommen hier wieder signalisiert, okay, der Taster ist eingelernt und jetzt durch kurzes Drücken sehen wir, das Licht geht an. Nochmal kurz drücken, das Licht geht wieder aus. Ich schalte nochmal ein und wir sehen hier, durch langes Drücken wird das Licht entsprechend runtergedimmt bzw. hochgedimmt. Und so einfach haben wir jetzt schon mal unsere Taster direkt in die Aktoren eingelernt. Haben unsere Schaltfunktion, unsere Dimmfunktion. Ihr könnt jetzt sogar noch beigehen und sagen, okay, ich möchte jetzt diesen Taster, wir haben ja hier eine Serienwippe zum Beispiel, möchte ich gerne die rechte Wippe auch in den zweiten Aktor mit einlernen. Dazu schalte ich die Spannungsversorgung wieder ein von dem Gerät. Der Aktor ist wieder lernbereit. Auch hier viermal Tasten, zack. Und jetzt ist auch dieser Taster in dem Aktor entsprechend mit eingelernt. So, kommen wir jetzt in die App. Jetzt haben wir erstmal die Grundfunktion. Das heißt, auch wenn wir keine App haben, wenn wir keine Möglichkeit haben, können wir natürlich immer direkt vor Ort schalten und walten. Wenn der Handy-Akku mal leer sein sollte oder ähnliches, dann habe ich natürlich immer auch die Grundfunktion. Der Aufbau in der App. Wir haben hier oben unser gesamtes Gebäude abgebildet. Wir sehen, ich habe in 7 Räumen einen Komfortmodus, das betrifft die Temperatur. 3 Fenster sind geöffnet, alle Rollläden sind oben, Alarmmeldung, es ist alles okay. Wir wollen jetzt mal hier im Dachgeschoss, Sie sehen, das ist schon markiert, wollen wir gerne ins Gästezimmer diese beiden Aktoren entsprechend einlernen. Einmal den Dimmaktor und dann entsprechend den Schaltaktor. Wichtig ist, da dies Geräte sind, die mit 230 Volt Spannung versorgt werden und diese angeschlossen werden muss, muss der V-Butler zuvor in einen Service-Modus gebracht werden. Der Service-Modus ist sozusagen der Handwerker-Modus, denn nur der Elektroinstallateur, der gelernte Elektriker darf die Geräte entsprechend anschließen und auch aus dem Grund sagen wir hier, okay, alle Geräte, die man anschließen muss, müssen oder können nur im Service-Modus eingelernt werden. Wie Sie den V-Butler in den Service-Modus bekommen, das erklären wir Ihnen in einem anderen Webinar. Schauen Sie einfach auf YouTube vorbei. Wie gesagt, ich bin schon im Service-Modus drin, gehe jetzt entsprechend hier unten rechts auf Konfiguration. Jetzt bin ich im Konfigurationsfeld und wir sehen auf der linken Seite Konfiguration. Wir haben einmal Geräte und Regeln. Geräte haben wir schon eine ganze Menge hier drin. Aber ich möchte jetzt ein neues Gerät einlernen. Dazu gehe ich hier oben rechts unter dem Zahnrad, ist ein Plus, tippe ich einmal drauf und schon bin ich in der Herstellerdatenbank. Ich scrolle ein wenig nach unten und Sie sehen, hier sind eine ganze Menge Hersteller verfügbar. Wir wollen den Hersteller Eltaco auswählen. Dann sind wir in den Kategorien. In welcher Kategorie befindet sich jetzt mein Gerät? Wir wollen eine Leuchte einlernen. Also gehe ich auf Beleuchtung. Schaltrelais. Nimm den FL62, gehe entsprechend auf Anlernen und siehe da, zack, der ist sofort angelernt. Wenn der Aktor entsprechend erfolgreich angelernt worden ist, gehe ich unten auf Fertig. Dann werden wir aufgefordert, wir sollen jetzt den Aktor entsprechend einen Namen geben. So, in diesem Fall schalte ich zum Beispiel meine Deckenleuchte. Deckenlampe, gehe auf Fertig. Jetzt darf ich den Aktor in einen entsprechenden Raum einsortieren. Die Räume, die Gebäudestruktur legen wir beim Einrichten des V-Butlers bereits fest. Dort werden wir die Geschosse erstellen, die Räume erstellen und so weiter. Das finden Sie wiederum in dem Webinar erst in Betriebnahme V-Butler. Wir gehen auf Jetzt einsortieren und Sie sehen hier oben im Dachgeschoss unser Gästezimmer. Hatte ich eben gesagt, hier möchte ich gerne diesen Aktor entsprechend einlernen.
In der Konfiguration sehe ich jetzt hier schon auf der linken Seite unsere Deckenlampe und die hat so ein grünes Fähnchen. Das grüne Fähnchen bedeutet, dass dieser Aktor beziehungsweise dieses Gerät, das könnte auch ein Sensor sein oder sonst irgendwas, neu ist in meiner Anlage. Und wenn ich jetzt hier mal reinklicke, dann sehe ich direkt, okay, der Status des angeschlossenen Gerätes ist zurzeit ausgeschaltet. Ja, das ist richtig. Und wenn ich hier auf Einschalten gehe, sehen Sie, zack, das Licht wird auch direkt eingeschaltet. Und wenn ich auf Ausgehe, wird es ausgeschaltet. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Taster hier nehme und über den Taster das Licht einschalte, sehen wir auch hier die Statusrückmeldung vom Aktor. Das heißt, der Wiebertler weiß natürlich immer, okay, es wurde jetzt zum Beispiel in diesem Fall örtlich geschaltet, dass das Licht an ist. Und wenn ich ausschalte, bekommen wir auch die Statusrückmeldung natürlich zurück, dass das Licht entsprechend aus ist. Was sehe ich noch? Informationen entsprechend. Wann ist das letzte Telegramm gekommen? Wann oder wie gut ist das Funksignal? Die Signalstärke in diesem Fall ist sie befriedigend. Der Hersteller steht nochmal drin. Der Produktname, in diesem Fall der FL62NP-230 Volt, und die Funk-ID. Dann kann ich jetzt hier oben rechts nochmal auf die drei Punkte gehen. Dort könnten wir jetzt auch zum Beispiel die Raumzuordnung ändern, eine Anwendung bzw. Messkategorie ändern. Und was ich ganz toll finde, ich kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte eine Einschaltverzögerung haben, eine Ausschaltverzögerung zum Beispiel, wenn wir das Ganze über den Wiebertler verknüpfen würden. Wir wollen jetzt ganz gerne nochmal zeigen, wie man eine Regel erstellt, wie man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne abends um 20 Uhr, dass das Licht angeht, um 22 Uhr, dass es wieder ausgeht und das an verschiedenen Tagen. Was muss ich dazu tun? Wir sehen immer noch auf der linken Seite Konfiguration und der Schieber steht aktuell auf Geräte. Wir gehen auf Regeln. Auch hier sehen wir jetzt schon einige Regeln, die bereits im Wiebertler hinterlegt sind. Ich gehe wieder auf das Plus. Hier kann ich die Regeln entsprechend auswählen, was für einen Regeltyp ich nutzen möchte. Entweder eine Zeitregel, das wäre eine Schaltuhr, oder eine Wenn-Dann-Regel. Eine Wenn-Dann-Regel kann sein, wenn ich zum Beispiel einen Fensterkontakt mit drin habe und ich sage, okay, wenn der von Fensterkontakt geöffnet wird, möchte ich gerne, dass dieses Licht an- und ausgeht oder was auch immer. Da kann man also verschiedene Dinge hinterlegen. Also wenn ein Sensor irgendeinen Wert erfasst, irgendwas meldet, dann soll der Aktor entsprechend ausgelöst werden. Wir nehmen die Zeitregel. In diesem Fall sollen wir als erstes die Aktion auswählen. Ich klicke hier unten auf den blauen Punkt. Dann kommt mein Menü raus und sehe hier meine Deckenlampe. Ich sage, das angeschlossene Gerät soll ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wenn ich jetzt noch mehr Geräte mit reinnehmen möchte, wir sehen hier, alle Geräte der Kategorie Beleuchtung sind jetzt zum Beispiel hier noch mit drin. Hier könnte ich jetzt einen weiteren Aktor oder eine Leuchte oder was auch immer noch mitschalten lassen. Dann kommen wir zum Zeitstrahl. Ich hatte eben gesagt, wir wollen gerne um 20 Uhr das Licht einschalten. Das heißt, ich stelle jetzt hier auf 20 Uhr, zack, und sage, um 22 Uhr möchte ich es wieder ausschalten. Das habe ich jetzt für einen Tag festgelegt. Wir sehen hier unten links den Montag. Der Montag ist ausgegraut bzw. mit dem grünen Punkt. Und wenn ich das jetzt für alle Tage gleich übernehmen möchte, dann kann ich oben auf meine Uhr klicken, das Menü rausziehen und sagen, okay, das möchte ich jetzt gerne an allen Tagen. In diesem Fall habe ich jetzt alle Tage ausgewählt und sage Auswahl übernehmen. Wenn ich jetzt so zufrieden bin, an allen Tagen von 20 bis 22 Uhr soll mein Licht entsprechend schalten, gehe ich oben rechts über den Pfeil weiter. Jetzt sehen wir verschiedene Profile. Zu Hause Tag, zu Hause Nacht, unterwegs und Urlaub. Wir haben also die Möglichkeit, dass diese Funktion nur ausgeführt wird, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder unterwegs bin. In dem Fall möchte ich nämlich ganz gerne, dass das eine Anwesenheitssimulation ist und diese Leuchte dann einfach eingeschaltet wird, wenn ich eben nicht zu Hause bin. Wenn ich zu Hause bin, macht das keinen Sinn, dass im Gästezimmer einfach immer das Licht an- und ausgeht. Womöglich ist dann auch ein Gast da und fühlt sich durch meine Automation gestört. Ich sage also, nur zu Hause
unterwegs und im Urlaub. Nimm also aus Zuhause Tag und Zuhause Nacht die Funktion raus. Geh auf Weiter, kann jetzt die Regel entsprechend benennen und nenne die Regel jetzt einfach mal Anwesenheit Gästezimmer. Gehe auf Fertig und schon habe ich meine Regel entsprechend konfiguriert. Und das würde bedeuten, immer wenn ich entsprechend das Profil unterwegs oder eben Urlaub ausgewählt habe, dann würde das entsprechend schalten. Wie kann ich denn dieses Profil umstellen? Wir sehen das einmal hier oben links. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel Zuhause Tag. Wenn ich hier reinklicke, kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt auf Zuhause Nacht oder unterwegs oder Urlaub umspringen. Oder aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, einen sogenannten Profiltaster einzulernen. Ein Profiltaster hat genau diese vier Symbole. Und wenn Sie den als Profiltaster in den WeButler eingelernt haben, können Sie über diesem Taster beim Verlassen des Hauses sagen, okay, ich fahre jetzt weg, drücke auf die Taste unterwegs, bin also jetzt unterwegs und das Haus macht dann das, was eben hinterlegt ist bei den Regeln für unterwegs. Oder wenn ich eben in Urlaub fahre, können das nochmal wieder ganz andere Regeln sein, die ich dann entsprechend definiere. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel im Gästezimmer zwei Geräte. Hier habe ich hier meine Beleuchtung, hier ist meine Deckenleuchte und dann kann ich hier auch entsprechend wieder schalten. Und habe das dann gleich direkt auch in der Übersicht von mein Zuhause. Genau, ja, wie ich eingangs schon erwähnte, wir sind natürlich auch auf verschiedenen Kanälen unterwegs, sowohl wir von Eltaco als auch WeButler natürlich. Wir haben verschiedene Videos auf YouTube zur Erstinbetriebnahme, verschiedene Produktvorstellungen. Natürlich von WeButler auch eben Videos zu anderen Herstellern, wenn es um das Thema Lüftung geht, um das Thema Heizen geht zum Beispiel oder Leckageschutz, habe ich gesehen, gab es auch schon einige Webinare und da finden Sie sicherlich auch dann entsprechende Videos oder halt von uns natürlich in unserem YouTube-Kanal. Ansonsten natürlich auch Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn, überall vertreten auf sämtlichen Plattformen. Schauen Sie gerne vorbei. Gerade auf Facebook und Instagram gibt es immer mal spannende neue Themen, neue Produkte, die wir vorstellen und sind dann immer bestens informiert. Auch weitere Webinare sind natürlich geplant. Gerade auch mit WeButler haben wir noch zwei weitere Webinare jetzt in Kürze. Im April haben wir einmal das Thema Funkreichweiten und Funkstandards und das Thema Funkrohrmotor. Wir haben nämlich jetzt auch einen eigenen Rohrmotor und der hat ganz tolle Funktionen, die man zum Beispiel mit einem Funkaktor, also mit einem Standardrollladenmotor und einem entsprechenden Funkaktor für Beschattungselemente so nicht realisieren kann. Ja, Fragen sind nicht reingekommen. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie heute dabei waren. Würde mich freuen, wenn Sie natürlich bei unseren nächsten Webinaren auch dabei sind. Auch Christian, an dich nochmal kurz das Wort und natürlich vielen Dank für deine Unterstützung. Gerne. Ich bedanke mich auch bei dir, Stefan, natürlich und auch bei allen Zuhörern und ja, kann mich auch nur anschließen, dass unsere Videos auch auf YouTube sind und zeitnah auch weitere Webinare geplant sind, unter anderem auch mit Eltaco, genau. Ja. Gut. Alles klar. Gut, dann wünsche ich allen noch einen schönen Nachmittag. Bei uns scheint die Sonne. Wenn es bei Ihnen auch so ist, genießen Sie die Sonne und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.